Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen, hier zurück zu Total War Warhammer 2 mit unserem Projekt Power to the Bauer. Wir dürfen keine Ritter benutzen, wir spielen auf Legendär und wir spielen die Bretonen mit Réponse de Lyonnaise. Und wir haben schon einiges erreicht. So, ich beende mal gerade eben meinen Turn. Als nächstes müssen wir die Quellen der Verzweiflung angreifen, um dafür zu verhindern, dass sie mir jetzt hier in den Rücken hier quasi wieder alles wegnehmen. Aber das Wichtige ist, dass wir den schwarzen Turm von Arkan genommen haben. Dadurch haben wir ein paar sehr, sehr schöne Boni bekommen und natürlich eine große Stadt. Und ja, das ist eigentlich so ziemlich der einzige Ort, der jetzt hier momentan noch von großem Interesse ist. Hier unten haben sie zwar auch nochmal eine Siedlung, aber die ist nicht so schlimm. So, ich kann mir... Ach, was soll's. Ich nehme einfach das hier. Ich gebe jetzt kein Geld aus. Ich glaube nicht, dass hier so schnell noch eine Armee kommt. Ich rücke jetzt dahin. Und werde jetzt hier nochmal eine Runde hier ordentlich regenerieren. Dann habe ich immerhin schon mal den Löwenanteil meiner Truppe wieder am Start. Bel Aliad hat schon einiges jetzt hier verbessert. Knappe Landsknecht, Landsknecht. Ich weiß nicht, ob ich hier Geld ausgeben will. Lord. Erstmal verbessern wir. Ja, Führers ist nicht so wichtig. El-Haliak ist wichtig. Al-Haik, Entschuldigung. Oh mein Gott. Ist wichtig. Das hier muss ich ja nicht aufteidigen. Aber wie man es macht, macht man es falsch. Das hier reiße ich jetzt auch ab. Guck mal, wie die mich mögen. Koron mag mich inzwischen schon sehr. Ritter der Flamme. So ungefähr so stark wie ich. Die würden sogar eine Konföderation mit mir jetzt machen. Das will ich aber momentan noch nicht. Später vielleicht. Wenn ich dieses Problem hier gelöst habe. Wenn ich Zeit für sowas habe, ne? Jetzt bin ich gespannt, ob sie mir entgegenkommen oder ob sie irgendwo anders hin tänzeln. Sie haben anscheinend nichts gemacht. Sie waren gerade dran. Wenn sie was gemacht haben, habe ich es nicht gesehen. Problem ist halt, dass sie halt... Ah, doch, sie kommen. So, sehr gut. Die Nahkampfabwehr gebe ich der Truppe hier. Es sind nämlich meine Knappen noch sehr viel stabiler. Und die Führerschaft gebe ich... Komm, hier so einem Trupp hier. Das hier müssen wir spielen, weil sonst bekommen wir zu viel Verluste. Wahrscheinlich sogar ganze Truppen. Und das muss ich natürlich um jeden Preis verhindern. Was ist denn das für eine seltsame Map? Okay. Mit dieser komischen Kuhle hier drin. Sei es drum. Sie müssen zu mir kommen. Das habe ich entschieden. Du dahin. Dahin. Ihr seid jetzt hier meine Nummer 1. Ihr meine Nummer 2. Die beiden Artillerien sind meine Nummer 3. Sie geht hier voll ins Zentrum. Du bist da, so dahinter und du da. Das ist schon eine ziemlich geile Reichweite, die sie hier hat. Ich will aber gar nicht so breit aufgestellt sein. Ich tue die tatsächlich hier noch so hin. Genau, so soll es sein. Oh Gott. Nur 5 Energie. Wow. Steigerung von 5 auf 5. Bin beeindruckt. Sie kommen in einer sehr breiten Formation. Aber unsere Artie ballert jetzt auch schon ordentlich drauf. Also 47 Nahkampfabwehr ist für solche Jungs hier schon extrem brutal. Uiuiui, die Skelettkrieger haben aber ganz schön geschluckt. Schon eindrucksvoll, wie lange die brauchen. Oh Gott, das geht so weit, krass. Dann mache ich das doch auch einfach mal. So, die Fernkämpfer kommen jetzt langsam aber sicher in Reichweite.
Und los geht's. Angreifen, 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 angreifen. Angreifen, angreifen. Darüber, darüber. Du bist schon da volle Kanne drin, Mädel. Du musst dahin. Die hier stehen jetzt ziemlich alleine. Das ist ein Problem. Ihr rennt mal schnell da drüben hin. Du rennst mal schnell dahin. Du feuerst auf die da. Du feuerst auf die da. So, gleich kann ich hoffentlich nochmal zaubern. Ich glaube echt, dass ich da hinten reinhalten will. Da sind so viele. Ja, die heilen sich jetzt halt hoch, die Mistkerle. Das war gar nicht mal so wenig Schaden. Mhm. Die gehen jetzt hier hops. Ach, du ahnst es nicht. Das ist immer das Gleiche hier. Harry. Wo ist dein Harry? Ich weiß, dass sie Harry gemeint hat. Uff, ich weiß nicht, ob die das überstehen. My gifts are yours. Peasant Bowman. Gar nicht cool, gar nicht cool. Auf jeden Fall haben wir da drüben schon mal ordentlich reingepflügt mit der Arti. So, okay. Die da drüben zerfallen jetzt noch nicht. Ja, aber bald. Die stehen hier auch noch und halten durch. Du schießt da drauf. Du kannst jetzt hier mal heilen. Ihr ballert jetzt auf die da drauf. Du attackierst jetzt die da. Ja, nee, ihr rennt jetzt nicht hinterher. Du sorgst dafür, dass diese Skelettträger jetzt hier, Skelettträger, genau. Die Skelettkrieger hier drauf gehen. Die hier wollen irgendwie da nicht mehr. Mach die jetzt bitte mal endlich fertig. Der ist auch bald fertig. So, diesen down. Du greifst hier jetzt an. Da an. Es ist vorbei. Ups. Auf einmal hatten sie keine Lust mehr zu kämpfen. War der Eindruck, den ich gewann. Also dafür, dass die Schlacht so erbittert war, bin ich überrascht, dass wir nur ein Drittel unserer Leute verloren haben und sie de facto einfach alles. Das ist aber auch, das ist die Art des Rückzugs der Skelette. Ja, guck mal, die haben einfach gar keinen Schaden gemacht. Das ist die Art des Rückzugs der Skelette, indem sie sich einfach quasi, glaube ich, zu Staub zerfallen lassen in der Wüste. This is a mercy. Ich glaube, die sind wirklich komplett down. Dann kann ich die Quellen der Verzweiflung holen und danach im Süden weitermachen.
Außerdem bekomme ich jetzt hier sogar noch mal ein paar mehr Boni in Sachen Ritterlichkeit, wenn ich gegen sie kämpfe. So, das hier ist auch mega wichtig. Das nehmen wir sofort. Nahkampfangriff plus 8 gegen Vampire, Vampirküste und Gruftkönig. Außerdem Flammenattacken und immun gegen Psychologie für meine gesamte Armee. Das heißt, Angst und Entsetzen funktioniert nicht mehr, wenn Untote sie gegen uns wenden. Sehr, sehr nice. Wir nehmen... was bringt mir denn hier die höhere Stufe? Weniger Kosten. Ach, das finde ich gut. What news? Wir sind gestärkt aus dieser Schlacht herausgekommen. The Lady's Justice. Deswegen marschieren wir da jetzt volle Kanne drauf. The sun pours down on us. Das ist der Moment, wo ich jetzt ernsthaft darüber nachdenke, mal das Gold einzupacken, weil das ist das erste Mal der Fall, dass ich das ernsthaft in Betracht ziehen kann. Ich kann jetzt hier sogar noch weitergehen und noch mehr Boni rausholen, sogar noch mehr Führerschaft. Doppelte Erfahrung beim Kampf gegen Gruftkönige, das könnte sich lohnen. Ich glaube, ich werde hier noch eine ganze Weile mit denen zu tun haben. Nope, die nope, nope. Nächster Turn schon wieder. Och, die schwarze Pyramide wird ein hartes Stück Brot, ey. Das wird nicht leicht, nicht leicht, nicht leicht. Aber wir haben schon ziemlich viel erreicht dafür, dass wir eigentlich jetzt hier noch nicht so lange im Spiel sind. Gut, wie gesagt, die Sache mit den Rittern von Origo war easy. Also was heißt easy? War halt Glück und dadurch easy. Oh, jetzt muss man beim Zaubern aufpassen. Da ist tatsächlich keiner. Wieder unser. Standarte der Disziplin erhalten. Ja, die werde ich jetzt ausnahmsweise mal nicht benutzen können. Mehrere Siege gegen Gruftkönige. Reiniger! Okay. Mehr Ritterlichkeit, mehr Kontrolle für jeden gleichzeitig geführten Krieg. Minus 5 feindliche Führerschaft. Das ist heftig. Also Reiniger sind jetzt so eine Art Meister Proper oder was. Oh, guck mal, noch mehr Führerschaftsaura. Mhm, Unverdorbenheit. Das macht sie nur zu einer besseren Kämpferin. Ich nehme noch eine größere Führerschaft und noch eine bessere Führerschaftsaura. Außerdem noch mehr Unverdorbenheit. So. Dann machen wir hier weiter mit... Ich finde eigentlich das Dornenschild sehr, sehr angenehm von den Werten her. In the lady's name. Ja, hier fängt es jetzt an richtig zu laufen. Die Quellen der Verzweiflung haben wir genommen. Das hier lasse ich jetzt gerade eben mal nochmal. Ich tue die Quellen der Verzweiflung upgraden. Oder? Nee, wisst ihr was? Ich spare, damit ich das hier gleich auf Level 3 bringen kann. Das ist der Grund, warum ich das jetzt hier gerade eben nicht tue. Wobei ich auch erstmal das dann noch machen kann. Du gehst jetzt hier zurück. Muss jetzt hier so ein bisschen so ein Ping-Pong machen, ne? Ich hoffe, dass Sudenburg nicht auf dumme Ideen kommt. Aber die muss jetzt erstmal hier wieder sein. Also, die müssen jetzt erstmal wieder ihre Armee aufstellen. Dann kann ich mich eventuell um die Echsen kümmern, vorausgesetzt ich muss das tun. Aber ich ahne, dass die werden keine Ruhe geben. Die kleinen Echsenbomber. The lady calls me. Wie weit komme ich, wenn ich da laufe? Ja, bis da. All for the lady. Ey, die Truppe ist so fit, das ist der Hammer. Nur ein Mann drüber. Ich habe hier die Horde entdeckt. Das ist nicht gut. Jetzt fehlt mir hier das Geld für die Aktion. Kann ich eine Runde schnorren gehen? Der würde halt mit mir konföderieren. Würdest du mir einfach mal 300 schenken? Cool.
Würde Koron mir einfach mal... Die würden auch mit mir konföderieren? Lol. 300 schenken. Cool. Dann, wir gehen gerade mit dem Klingelbeutel rum, ne? Würdest du mir einfach mal 300 schenken? Ach, ich liebe solche Verbündete. Das ist köstlich. So, das Problem ist, das reicht trotzdem nicht. Scheiße. Es ist halt einfach 700 zu wenig. Ja gut, aber die Kohle nehme ich trotzdem gerne. Macht ja keinen Quatsch, ihr anderen Menschen. Ich habe hier gerade ganz andere Dinge zu tun. Ah, guck mal, genau das hier habe ich zu tun. Wo sind denn die jetzt hin? Das sah gerade echt irgendwie seltsam aus. Ich glaube, die wissen gar nicht, dass ich da bin. For Britannia, for the lady. Mächtige Anruf des Khazar. Ja, und Schwert des Kane wurde beansprucht. Ein Einfall steht bevor. Ah, hier. Jo. Öffentliche Ordnung ist sowas von im Keller. Bel Aliat. Wird abgegradet. Den Hippogreif hat er ab Rang 14. Sehr gut. Ja, das Lustige ist, ich komme direkt an sie ran. Diese armen Tröpfe, ey. Ich gebe das dieser Truppe hier und auch das hier werden wir wieder spielen müssen. Ich werde versuchen, mit Repons die guten Einheiten von ihnen zu stellen. Aber dadurch, dass die jetzt hier halt echt, also die größte Schwäche von denen ist halt echt die Nahkampfabwehr gewesen, ne? Was für ein dämlicher Platz hier. Wir machen das so. Genau, dann siehst du nämlich die da drüben. Du gehst dahin. Nummer 1, ja, so. Dann macht ihr die Nummer 2. Ihr macht die Nummer 3. 4. Und ihr steht hier einfach so rum. Okay. Aufstellung starten, Start, Aufstellung. Bitte dahin, bitte dahin. Zip, 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 zip. Bis dahin. Bis dahin. Dahin. Und ich will eigentlich, dass ihr alle rennt. Beziehungsweise ich will eigentlich gar nicht, dass ihr diesen Hügel da euch, also dem Gegner den Hügel lasst. Das will ich nicht. Also so ein konzentriertes Artilleriefeuer ist schon echt brutal. Mhm. Die schießen jetzt hier schon auf die Nähe Karasnischen. Oh, bitter, bitter, bitter. Da geht schon die erste Heilung von denen ist hier flöten, ey. Das ist halt echte Verschwendung für die Truppe von denen. Na komm, umringt sie. Du greifst da an, du greifst da an. Du greifst da an, du gehst da vor, du greifst da an, du greifst da an. Du greifst hier an, du greifst hier an. Das ist die Dornen mit der physischen Resistenz. Come on, lads!
Die habe ich hier noch übrig. Dann könnt ihr da noch hin. Gott, haben die sich verarschen lassen, ey. Das ist ja unglaublich. Die sind ja schon so gut wie down. Angriff darüber. Ihr greift da noch mit an. Aufstellen bitte so. Okay, warte mal, Moment. Ja, die greifen da an. Okay, das soll mir recht sein. Meine Leute verlieren halt kaum Hitpoints, ne? Außer hier jetzt gerade eben, aber das sind halt auch Spezialeinheiten gegen Einheiten wie unsere. Ihr stellt euch jetzt so auf. Wir haben das Zentrum schon komplett im Griff. Die halten die Linie halt. Die kommen nicht gegen diese Verteidigung durch. Muss ich gerade nicht mehr den Skill einsetzen. Mach's trotzdem. Also jetzt sind wir gegen solche Viecher, glaube ich, ziemlich OP geworden. Macht ihn alle. Dann ist die Schlacht vorbei. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das jetzt noch dauert, aber ja, es dauert nicht so lange. Er merkt, dass sich alle auf ihn konzentrieren. Ein bisschen umhaut. Nein. Böse Arti. Bitte dahin. Ganz böse Arti. Angreifen und darüber. Ja, die zerfallen jetzt alle. Es ist vorbei. Uff. Selbst die Gruftwache hat nichts Nennenswertes ausrichten können. 262 Mann gerade mal verloren. Warte mal. 1, 2, 9, 13. Lass es 20 sein. 60, 70. 150, 170, 180, 190, 200, ja. Also da war auch noch ein bisschen Friendly Fire dabei. Die haben nicht mal die ganzen 260 Kills in Ansatzweise gemacht. So, ab jetzt ist sie auch ein Held. Sie erhalten durch Siege 90% der geführten Schlachten. Und am Ende kann sie sogar noch unerschütterlich werden. Oh, eine Klingenstandarte, wie geil. Und wir haben wieder den Segen bekommen. Die Klingenstandarte ist natürlich super geil. Da freut sich de facto eigentlich jede Einheit darüber. Verstärkter Effekt auf Waffenschaden. Her damit. Ja, mich führt jetzt natürlich meinen Weg darunter. Das muss ich mir holen in der nächsten Runde. Victory in the lady's name. Das da oben wird es hier rebellieren. Kann es nicht verhindern. Okay. Wird Zeit, dass wir noch mehr Gold haben. Ich weiß nicht, ob Zandri das halten kann, aber wenn ich mit ihm hier dann noch darüber laufe. Ja, wir werden sehen. Ich bin ja gleich mit Rapons im Süden durch. Dann kann ich wahrscheinlich mich auch um Zandri kümmern. Aber wahrscheinlich kaum, dass der Krieg gegen jetzt die Dynastie von Rakhaf gewonnen ist, ahne ich, dass das Spiel sagt, übrigens, da ist der nächste Gegner, erklärte den Krieg. Kommt ja oft genug so vor. Wir haben diesen Laurer hier entdeckt.
Land der Toten wird von ja den jetzt geplündert. For Britonia, for the lady. Britonians advance. Heidily ho. Now, fight. Jetzt habe ich auch noch hier diese Klingenstandarte, die bekommt diese Einheit. Das können wir berechnen. The lady guides us. In Britonia's name. Mamma mia, war das einfach. Show no fear. In the lady's name. Das war die Dynastie von Rakaf. So, ein Problem weniger. Hui, jetzt kann ich schon den ewigen Kreuzzug machen. Der ist so geil, weil alle Einheiten bekommen jetzt Raserei. Deswegen ist es eigentlich bei ihr gar nicht so wichtig, ob man, dass man diese Gralspilger nimmt, weil die eigentliche Stärke der Gralspilger ist ja, dass sie Raserei haben. Sie kann das jetzt so machen. Ja, alle Einheiten bekommen es plus 8 Nahkampfangriff, Ansturmbonus und noch mehr Waffengrundschaden. Ja, und das Immun gegen Psychologie ist irgendwie doppelt gemoppelt hier quasi durch das Ding hier. Aber das ist halt quasi gegen alles jetzt hier Immun gegen Psychologie. Solange die Führerschaft de facto hoch genug bleibt. Er bekommt jetzt einen Hippogreif. Du verbesserst hier das Dornenschild, dann wird es nochmal günstiger. Is it time? Tja. Das sind nur Skinks. Das ist witzig, dass es nur Skinks sind. So, ich habe jetzt das Gold hier. Ich möchte dieses Gold noch weiter ausbauen. Es ist die wertvollste Ressource, die wir haben. Ich möchte auch mehr Wachstum haben. Der hier kann mir gerade egal sein, weil er muss sich immer noch um das hier kümmern. Es ist nicht so, dass die Situation irgendwie angenehmer wird hier, ne? Tlaqua findet mich eigentlich ganz cool. Hat Krieg wiederum mit dem da. Ich glaube aber, dass ich Tlaquas Gebiet haben will. Ist nur so eine Überlegung. Es kann es aber auch gut sein, dass Sudenburg jetzt hier auf kecke Ideen kommt und mich auslöschen will. Gegen Menschen sind wir natürlich nicht ganz so stark. Was echt witzig ist, ne? Gegen die Untoten, vor denen die meisten Angst haben, gegen die sind wir mega gut im Kampf. Mhm, und Mission abgebrochen. Schade, Palast des Zauberkalifen erobern und hat wohl jemand anders gemacht. Oder? Ne, ist die Zeit abgelaufen, okay. Ja, hier hat sich die Situation ordentlich eingependelt. Wir machen uns jetzt zurück über den schwarzen Turm. Danach über dieses Gebiet. Stück für Stück hangeln wir uns jetzt also zurück. Was mache ich denn da noch rein? Nichts. Das hier kann ich noch upgraden. Das sind auch zum Glück die richtigen Gegner, ne? Es sind welche, die uns ordentlich Ritterlichkeit bringen werden. 108. Ja, bei denen bin ich sehr beliebt. Aber es dauert auch noch 3 Turns, bis ich den richtig großen Bonus bekomme von ihnen. Was will der von mir? Einen Nicht-Angriffspakt. Nee, das mache ich nicht. Der will sich jetzt halt absichern, weil ich jetzt halt hier stark bin, ne? Ich provoziere ihn aber nicht. Ich sag bloß, nö, einen Nicht-Angriffspakt mache ich nicht. Wobei das ja eigentlich schon vieles sagt. Auch historisch, soweit ich weiß. War das immer eine ziemlich eindeutige Aussage. So, Freunde. Ich würde mal sagen, den nächsten Turn spielen wir jetzt eigentlich sogar schon in der nächsten Folge. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Da fangen sie jetzt an zu belagern. Ich bedanke mich bei allen, die ein Like dagelassen haben, die abonniert haben, vielleicht sogar die Glocke aktiviert haben und natürlich auch bei meinen Patreons. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss und Ade.